Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück in Empris de Lyon. Ah, mon ami. Mon amour, meinte ich. Ja, im letzten Part sind wir hier jetzt endlich angekommen und haben auch schon die ersten Sachen erledigt. Jetzt wollen wir ein weiteres Lyrium-Vorkommen suchen, was wir zerdeppern wollen, glaube ich. Ja, das war ja hier jetzt eins in der nächste. Ja. So, ich weiß noch nicht, wo wir jetzt gerade lang müssen. Ich gehe jetzt einfach mal den Weg hier entlang, bevor ich mich da todesmutig in den Tod stürze. Ah. Ja, ja. Ah, mir macht das wieder richtig Spaß. Ich hatte das, glaube ich, in der ersten Folge, also in der ersten Folge der Aufnahmesession gesagt schon, dass ich jetzt mindestens fast 1 bis 2 Wochen kein Dragon Age mehr gespielt habe. Und es macht einfach Bock. Es macht einfach wieder megamäßig Bock. Und anders als erwartet, ich wollte es ja eigentlich, dachte ich, ich werde das erst in Seasons aufteilen, aber ich glaube, ich werde das komplett durchspielen. So, hier ist es. Na, die F-Wurzel nehme ich auch noch mit. Das ist so sinnfrei! Da hinten ist ein ganzer Haufen von roten, ja, also von roten... Lyrium. Ein Diamantring habe ich gefunden. Okay. Und wir gehen hier zu so einem kleinen Stück. Ich sage nichts. So, ja, hier rechts weiter. Und dann kommen wir noch zu einer anderen Quest. An Materialien nehme ich ja immer alles mit. Kann das sein, dass wir die letzten Lyrium-Vorkommen wirklich hier finden? Das wäre natürlich genial. Dann hätten wir die Quest ja schon durch. So, hier sind wieder rote Templer. Natürlich. Ah, das ist Drakons Aufstieg. Ja? Ich glaube, dass das hier einer der Hochburgen ist. Wahrscheinlich, weil die hier Dings. Weil die hier wahrscheinlich das rote Lyrium abbauen, dass es hier in Massen anscheinend vorhanden ist. Guck mal, lass uns doch lieber den da platt machen. Ach, er ist tot. Ach du Schande. Da oben ist noch ein Koloss. Na, kommst du da runter? Alter, kommt da tatsächlich runter. Au. Ernsthaft? So. Wiedersehen. Mit wie viel roten Lyrium müssen die Templer so gefüttert haben, dass daraus so ein Teil wurde? Alter, es geht gar nicht. Na, geht der kaputt? Ah, guck mal! Komm her! Lass mich dich lieb haben. Bam! Haben wir den vergessen, der Arme. So. Hier ist noch ein rotes Lyrium. Wo ist der Kram denn? Da oben drauf, ne? Der ist gut. Bekomme ich Kopfschmerzen. Mag vielleicht am roten Lyrium. Lyrium. Ja, ich will erstmal kurz mal das hier aufbauen. Das wunderschöne... Ja, danke schön, dass ihr mich runterschmeißt. Leute, ich muss da hoch. Geht mir aus dem Weg. Verschwinde. Klack, klack. Ah, okay. Gehen wir hier lang. So, wo bist du denn? Da. Attacke! Stirb! Na komm her, ihr beiden. Drehen wir eine Runde. Ja! Ah! Mein Ding ist alles. Das war der?
War das ein Riss von uns gerade? Von der Fähigkeit? Das ist natürlich Wahnsinn. Und wir kriegen neues Stoff. Also neues Stoff, genau. Tschüss. Wunderbar. Warte mal, hier war aber noch eine Nachricht, die ich vorher lesen. Wie konnte die Inquisition derart am Boden gewinnen? Setz den Koloss ein! Aha, das war dann wohl der nette Koloss, den wir da eben begrüßen durften. So. Booyah! Hier ist auch wieder ein Dings. Nein. Müssen wir wohl da oben hoch. Hier ist nämlich noch eins zum Anspruch. Und dann wollen wir mal zu dem Fragezeichen da vorne gehen. Pop, pop. Yeah! Ich springe schon mal die Treppe hoch. So. Ich fühle mich gerade veräppelt. Bombs. Ja? Was ist denn das? Ja, Sehenswürdigkeit, wo denn? Was, was mir an der Füße? Kein Bock mehr. So, hier ist auch noch ein Fragezeichen. Hier ist was Verschlossenes? Wo ist denn hier was Verschlossenes? Ich höre auch über Stimmen irgendwie. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt und irritiert. So, wir haben hier wir haben hier was Verschlossenes. Wir haben hier aber noch einen Riss. Ich glaube, den Riss können wir uns ja gleich mal zuwenden. Hier soll irgendwas Verschlossenes sein. Ich habe aber keine Ahnung was. Na, da ist der Riss. Hier ein Dämon des Hochmuts. Och, ey, das ist doch langsam. Aua. Böser Schrecken. Lass mich nochmal kurz raus hier. So, wo ist der Schriss? Da ist der Riss. Okay, los geht's. Jupp, der Riss ist tatsächlich von uns, ey. Ist ja geil. Sehr schön. So, da kommen die nächsten. Oh, gleich mal erledigt hier. Wie überraschend, da hinten kommt schon wieder ein Dämon des Hochmuts. Halt die Packen! Aua. Na, komm her. Komm, den kriegen wir Platz. Na, wo bist du? Ach, genau unter. Und damit verschließen wir den nächsten Riss. Das hier ist nicht gerade ein Gebirgsidee. Booyah! Dun dun dun. Mann, 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 das ist aber echt immer, wird immer heftiger. So, toll. Da haben wir hinten noch eine Quest gehabt. Soll ich mal zurückgehen? Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Ich gehe nochmal kurz zurück, um die Quest da abzuholen. Nichts verpassen. So. Ein bisschen die Flechtenrebe und den Arborsägen da mitnehmen. Hi Leute. Haben sich aber hier ganz schön schnell niedergelassen, ne? So, da oben muss ich irgendwie hin. Das ist natürlich wieder grandios. Weil ich dort bestimmt nicht ohne weiteres hinkomme. Ja. Ach Gott.
Alter, nicht übertreiben. Da. Was? Das eine hat sich wie ein Drachenbrüllen angehört, das andere wie so ein Schrei. Der Wett. Aha. Hier komme ich zu dieser doofen Quest da. Ich will jetzt nicht die Kilometer weit zurücklaufen. Vielleicht hätten wir einfach vorauslaufen müssen, dann wären wir irgendwie mal darauf zugekommen. Aber natürlich gehe ich davon aus, dass hier ein Drache ist, weil ich glaube, in jedem Gebiet ist ein Drache. Ja, und ihr könnt euch alle darauf verlassen, Drachen, wie ich werde euch vernichten. Eine nach dem anderen, eine nach dem anderen. Die habe ich verguckt. Dachte, wäre Erz. Erz nehme ich auf jeden Fall immer mit, weil Rüstungen kosten ordentlich Erz. So, jetzt hier oben hoch soll irgendwo eine Quest sein. Der Knochenturm. Hört sich ja toll an. Klack, klack. Klack, klack. Ich wollte sagen, ich sehe da hinten einen Koloss, aber nee. Heppa! Da ist die Quest. Ich schieße. Und dafür, da müssen wir nochmal drum herum. Ey, so langsam, ne? Könnte ich jetzt mal bitte so langsam da hoch? Jetzt wird aber langsam lächerlich. Weißt du was, ich bin kurz davor zu sagen, was war's? Pfeif auf die Quest. Könnte ich jetzt mal da hoch? Hallo? Ich komme da nicht anders hoch. Wieso? Hä? Du wirst dich verkackeiern. Wie viele Kilometer soll ich denn noch weiter latschen? Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie aggressiv werdet irgendwann, weil es langsam nervt? Bin gleich an dem Punkt hier. Alter, ich will nur diese verklackte Quest machen. Naja, dann machen wir eben hier noch die. Hallo Koloss! Au. Da hat er mir voll eine gelangt. Da hat er mir gerade voll eine gelangt. Jetzt hier. Was gehört, großer? Nimm mal Wiedersehen. Da ist noch eine. Haltet den Turm! Lasst nicht zu, dass die Inquisition den Steinbruch oder gar die Feste erreicht. Sonst ist alles, wo wir gearbeitet haben, verloren. Tja. Leider kann ich da gerade nichts anticken. Hallo? Weil hier noch Gegner sind? Deswegen? Hallöchen! Da kommen sie alle. Seid doch so bescheuert, Alter, ganz ehrlich. Ich lass mich doch nichts freiwillig zu so einem Vieh machen. Nope, wird er nicht. Tut mir leid, dass ich euch enttäuschen muss. Sagte er und starb. So, Feierabend jetzt hier. Verdammt normal. Kann ja wohl nicht angehen.
Huch, bin aus dem Spiel rausgetappt. So, können wir jetzt das Ding einnehmen? Weil jetzt haben wir ja hier alle Templer beseitigt. Auch wenn der Anblick nicht so besonders schön ist, da mit den Aufgängen. Ja. Zack. Der Knochenturm gehört uns. Sofort wird begonnen, den aufzu... Ja. Reise zur Solidin-Feste. Gut, gucken wir uns nochmal um. Da, jetzt haben wir ein paar, das ist mir gerade egal. Jetzt haben wir hier nochmal zwei Käste. Ich krieg hier nochmal. Okay, da geht's zur Solidin-Feste und das will ich jetzt noch nicht machen. Erstmal hier steinige Rettung. Urtümliches Lyrium. Erinnerung der Grauen. Ich will jetzt erstmal gerne nach unten gehen, so. Wir machen mal die steinige Rettung. Wissen wir es denn? Was denn? So, gehen wir mal nach Süden und versuchen erstmal die Leute aus dem Steinbruch zu befreien. Befreite Dorfbewohner. Hallo Leute! Wie geht's euch denn so? So. Haben wir eine Runde mit ihr gedreht? Sag mal. Guck mal her hier. Verdammt normal. Mich hier die ganze Zeit zu treten, weil ich stehe im Wald hier. So. Nummer 1. Da haben wir noch ein paar. Lasst uns hier raus. Klar, Moment. Er fordert Schurken. Schön. Varric? Die Leutnants der Roten Templer sind im Steinbruch. Das alles wird erst ein Ende haben, wenn sie tun. Alles klar. Gut. Die Leutnants der Roten Templer sind im Steinbruch. Gut, gut, gut. Dann gehen wir jetzt erstmal hier lang, weil das der einzige Punkt irgendwie ist, der im Osten ist. Osten? Ja, ne? Osten. Hallo! Ich habe gehört, ihr wollt ein bisschen Gesellschaft. Machen wir, sobald wir die Gegner hier erledigt haben. Echt? Die machen euch zu... Ah, stimmt. Ihnen sind die Templer ja ausgegangen, ne? Die restlichen Templer haben wir ja befreit gehabt. Bitte lasst uns nicht alleine. Mach ich nicht. Kurz den Dämmerstein hier einsammeln. Gut, Ihr müsst uns helfen. Sie verwandeln uns sonst in diese Dinger. Jaha. So, Varric. Da oben läuft jemand. Sind alle Käfige offen? Na, nicht ganz. So, ihr seid frei, Freunde. Hier ist irgendwas. Irgendwo ist hier irgendwas. Aufträge. Kurt. Wir brauchen mehr Dörfler. Mit den Bergleuten sind wir schon durch. Diese Schwächlinge. Also besorgst uns den Rest von der neuesten Liste. Es kümmert mich nicht, ob das Dorf ausblutet. Niemand wird sie vermissen. Mhm. Bastarde. Hier ist noch mehr. Hier ist tatsächlich noch mehr. Bop, 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 bop. Hallo, junger Mann. Pelex. Die Venatori haben die benötigten Vorräte geliefert. Endlich. Die prahlerischen Wichtigtuer sind nicht lange geblieben. Sie haben Angst davor, dass das rote Lyrium mit ihnen macht.
wenn sie sich der blanken Ader zu sehen, zu sehr nähern. Selbst normales, reines Lyrium macht Magiern zu schaffen. Reines, rotes Lyrium muss ungefähr so sein, als würde man seinen Kopf in ein Wespennest stecken. Besen. Hat der Besen einen netten Brief geschrieben? Oh. Aua. So, dann ziehen wir mal weiter. Hier haben wir die Leute befreit. Gehen wir mal weiter zum nächsten Steinbruch, ne? Die... Ah, guck mal, hier können wir unterwegs sogar noch was beanspruchen. Was kann man denn hier beanspruchen? Alter, was? Alter, was haben die denn hier geschaffen? Ich weiß, dass man da irgendwie hin kann, aber wir müssen ja erstmal hier irgendwie runter. Hey! Sie greifen an! Ja, wir greifen an! Bam! 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 Sorry, aber das kannst du nicht du zu entscheiden. Du wirst gar nichts, Freund. Wenn sie was du getan hast, ist sterben. Mist. Auf ihre eigene Art ist diese Landschaft wunderschön. Sie erinnert mich an die Wimmark-Berge. Mhm. Schön, dass du hier in... Schön, dass du hier in Erinnerung schwelgst, während wir hier die ganzen Leute befreien müssen. Sind alle Käfige offen? Nein. Sehe ich aus wie, was weiß ich? Das dauert nun mal seine Zeit, Leute. So, hier ist auch noch irgendwie was. Irgendwas Komisches. Komm, gehen wir gleich hin. Hier ist noch eine Quest. Wieder mal. Weiß noch nicht, den Everett mit. Everit. Bam, 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 bam. So. Hi. Hey, was ist los? Gar nichts machen. Du sollst so sterben, Junge. So, tschüss. So, Problem gelöst. Was macht der denn eigentlich mit den Templern immer? Also, der Leutnant, der hat den gerade auch wieder hochgehoben und bupp. So, hier ist auf jeden Fall noch eine Quest. Werden wir natürlich als erstes jetzt holen. So, hier. Irgendwo. Irgendwie. Muss ich noch höher. Ich komme noch nicht hoch. Jetzt aber. Nee. Pustekuchen. Vielleicht von hier aus. Also von hier aus da hochkommen. Heps, heps, heps. Ja, hier ist was. Ja. Ein Geständnis. Ich werde das hier nicht überleben. Ich habe gesehen, was die roten Templer mit den anderen angetan haben. Diese roten Kristalle dringen in die Haut ein und verändern einen. Erst verliert man sich selbst, dann stirbt man. Und genau das wird auch mein Schicksal sein. Ich bete, dass Lynette nicht zu lange um mich trauert. Ich habe ihre Liebe nicht verdient. Die Welt muss erfahren, was ich getan habe. Ich werde diese Last nicht mehr ins Grab nehmen. Ich habe Lynettes Bruder Garth getötet. Er hatte ihr erzählt, er wolle für die Kaiserin kämpfen. Aber in Wahrheit hatte er das nie vor. Er wollte nach Ferelden fliehen. Eines Nachts habe ich ihn dabei ertappt, wie er auf der Suche nach Lynettes Schmuck unsere Kommoden durchwühlt hat. Er wollte ihn stehlen und dann für immer verschwinden.
Ich versuchte ihn aufzuhalten, aber er hat sich gewehrt und ich habe ihn getötet. Ich wollte es nicht, es war ein Unfall. Möge mir der Bauer vergeben und Draste mir Kraft schenken, Luis. So, dann wollen wir doch mal hier die... Brech die Schlösser auf, bitte! Ja, ja, Barrack. Einmal Schlossen knacken hier. Schlossen knacken. Klack, 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 klack. So, urtümliches gutes Lyrium, urtümliches... Dann gehen wir nochmal nach Süden. Sind alle Käfige offen? Nein. Wir könnten ja schon mal vorrennen und sie aufschließen. So, gehe ich erstmal hier unten hin. Wir haben ja eine schöne Auswahl hier an Steinbrüchen, die wir zerstören können. Hallo! Komischen Lieutenants oder Leutnants. Wir sind so eklig, die Viecher, ey. Ich werde in eurem Schädel einen Kristallgarten anlegen. Wie willst du das machen, wenn du tot bist? Junge, komm her. Oh. Da flog er. So. Na. Brech die Schlösser auf, bitte. Nö, ich lasse euch jetzt da drinne. So, hier. So, hier soll auch noch irgendwo Lyrium sein. Habt ihr alle befreit? Der nächste, der mich das fragt, den hau ich. Hier soll auch noch irgendwo Lyrium sein. Laut der kleinen Mappe da unten. Da ist es. Oh ja! Da. Brief über Lyrium. Werte Hauptmänner, ihr wisst das ebenso gut wie ich. Wir können den Soldaten nicht weniger rotes Lyrium verabreden. Reichen. Wir haben bei unserer Niederlage bei Firmenfall so viele Ritter verloren, dass wir froh sein dürfen, dass der Meister überhaupt noch Verwendung für uns hat. Wenn er eine kleine Armee rote Templer wünscht, wird er sie bekommen. Die Spione der Venatori haben gesehen, dass Inquisitor Villavellen persönlich Richtung Dales zieht. Zeigt ihm, dass wir unsere toten Brüder und Schwestern in Firmenfall nicht vergessen haben. Captain Paxley. Selber schuld, wenn ihr so dumm seid und euch mit Korypheus für... Ach, ihr seid so Idioten, ey. Ich sag da schon gar nichts mehr zu. Weiter geht's. Ab zum nächsten Steinbruch. Bam, 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 bam. Hier. Ja, ja, bin schon dabei. Wieso? Hä? Wieso bin ich... Ich sag nichts mehr. Ich frag überhaupt nicht, warum ich jetzt plötzlich wieder im Steinbruch bin. Da stehe ich gerade noch vor dem Käfig, den ich aufbrechen muss. Blub, bin ich wieder im Steinbruch. Kein Kommentar. So, bap. Brech die Schlösser auf, bitte! Ja, bin doch dabei. Oh, bin doch dabei. Infizierte Frau. Habt ihr auch überall nachgesehen? Sie haben so viel von uns gefangen genommen. Lass ich helfe gleich, wenn das... Ihr scheint euch nicht gut zu fühlen. Was ist mit euch? Die roten Kristalle. Ich kann sie fühlen. Ach du Schande. Unter meinen Nägeln, unter meinen Augenlidern. Ich weiß, was geschehen wird.
Ich habe einen Brief an meinen Liebsten. Würdet ihr ihn in die Höhlung des gekennzeichneten Baumes am Fluss legen? Sobald er aus dem Krieg heimkehrt, wird er wissen, dass er dort nachsehen muss. Er soll mich hassen und sein Leben weiterführen. Okay. Ruhe in Frieden. Ach Gott. Da haben sie hier die Dorfbewohner für das Rote Lyrium benutzt. Das Lied kann sich niemandem widersetzen. So. So, hey Leute! Ach, seid ruhig, ihr seht doch gerade, dass ich kämpfe, verdammt nochmal. Ruhe. So, sehr schön. Brecht die Schlösser auf, bitte! Ruhe. Ihr müsst uns helfen. Sie verwandeln uns sonst in diese Dinger. So. Hallo. Plündern. Und wer schreibt da schon wieder bei Discord? Ich sollte Discord mit ihm ausmachen, wenn ich aufnehme. Ba-ba-ba. Jetzt können wir endlich wieder nach Hause. Yep. Ein Urteil wird verlangt. Wird? Über wen? Wieso? Ich will kein Urteil verlangen. Wir müssen noch die letzten Leutnant da töten. Na, dann gib mir mal den Brief. Der hier anscheinend ja wieder mal rumliegt. Befehlshauptmann. Clint, da sich Lieutenant Court nicht gut fühlt, müsst ihr euch um die Dame aus dem Dorf kümmern. Stellt eine Lieferung aus den wichtigsten Vorräten zusammen. Mehl, getrocknete Bohnen, ein paar Decken und so viel Geld, wie ihr überbringen könnt. Bringt das alles über nächste Nacht zu dem Hain an der Gabelung des Elfenblut. Und achtet darauf, dass euch niemand sieht. Herrin Pauline soll dort auf euch warten und euch in Austausch für die Lieferung eine Liste von Leuten geben, die wir verwenden können. Bringt mir diese Liste. Oh, und setzt ihr ein bisschen unter Druck. Code hat ein zu weiches Herz und lässt ihr zu viel durchgehen. Ihre Listen werden immer kürzer und sie empfiehlt uns Leute, die entweder alt oder irgendein verstecktes Leiden haben. Wir holen sie uns, aber sie überleben die Saat nicht. Sie sind nutzlos für uns. Sagt ihr, sie muss uns etwas Gutes anbieten, wenn sie nicht will, dass wir uns einfach alle holen. Von wegen, sie hat die nur in den Steinbruch geschickt. Sie hat die verkauft. Also sie hat uns ja erzählt, sie hat die Leute nur zum Steinbruch geschickt, weil sie Hilfe brauchten. Man hat gesehen, was sie gemacht hat. Sie hat eine Liste angefertigt von Leuten, die für diese Experimente geeignet sind. Hi! Ja, Feinde! Bam! Jetzt wirst du gar nichts machen, du wirst gerade sterben, wenn es aussieht. Wunderbar. Bum bum. Damit haben wir jetzt alle Lieutenants hier platt gemacht. Lieutenants. Wo ist denn das nächste? Ich glaube, müssen wir jetzt nach links, ne? War das? Ja, hier ist noch in der Grauen, natürlich das Rote Lyrium. Das scheint wohl Herrn Fubolina zu geben, dass sie den Roten Templern den Steinbruch in ihrer Familie verkauft hat. Aber welches Interesse soll sie an einem Steinbruch haben? Gefangennahme. Ich würde sagen, wir machen doch erstmal das hier oben fertig und reisen dann nach Süden. Verzeiht, ich muss strecken. So Leute, aber ich beende mal den Part für heute. Im nächsten Part werden wir dann mal Frau Pauline zur Rede stellen, dass sie
ja, Leute nicht nur zum Steinbruch geschickt hat, um da zu arbeiten, sondern sie auch verraten hat. Wenn es euch gefallen hat, Daumen oben da lassen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Dragon Age Inquisition. Bis dann. Ciao.